Die Leidenschaft für Musik eint sie, die Ehrfurcht vor der Leistung einer Band treibt sie voran. In gleicher Besetzung wie vor 100 Jahren treten 8 Musiker im Auftrag des Konzerthaus Dortmund eine Expedition an, mit der sie die Bordkapelle der Titanic ehren wollen. Die Mitglieder der Kapelle sind Helden, musikalische Helden. An Bord eines Kreuzfahrtschiffes, das Nachkommen von Opfern und Fans an den Ort des Unglücks bringt, steht die Titanic-Band hoch im Kurs. In dem nur kleinen Zeitfenster der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 spielen sie das Konzert ihres Lebens, zunächst in der ersten Klasse, dann bis zum bitteren Untergang an Deck der Titanic. Sie zeigen menschliche Größe, als es für sie selbst am schwierigsten ist, um die Angst der Passagiere zu senftigen. Das Faszinierende an ihnen ist, dass sie wussten, dass es keinen Platz in einem Rettungsboot für sie gab. Sie kamen dann nicht raus und sie gerieten nicht in Panik. Sie spielten einfach Musik, auch wenn es um sie herum chaotisch gewesen sein muss. Wäre ich ein Teil der Band gewesen, wäre ich wohl auch da geblieben. Wie Soldaten, die zusammenstehen. Dies war die Ära der Gentlemen und sie benahmen sich wie Gentlemen, auch wenn sie an Bord nur angeheuerte Musiker waren. Zwischenstopp im kanadischen Halifax. Am nächsten zur Unglücksstelle gelegen, sind hier viele Opfer der Katastrophe beerdigt. Unter ihnen 2 Musiker der Bordkapelle. Zeit für ein erstes Gedenken des Expeditionsteams. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, um die Musiker zu ehren, die nicht aufgehört haben zu spielen, als das Schiff gesunken ist. Auch 100 Jahre nach dem Ereignis ist dies immer noch eine Inspiration für jeden, der eine Leidenschaft für Musik hat. 41 Grad und 44 Minuten Nord, 49 Grad und 57 Minuten West. Koordinaten, die sich in das Gedächtnis der Schifffahrt, aber auch der Musik eingebrannt haben. An der Unglücksstelle 3500 Meter über dem Wrack setzen die Musiker zu einem Stück an, das die Bordkapelle der Titanic nach Aussagen von Zeugen als letztes spielte, aber nicht beenden konnte. Nearer My God to Thee wird jetzt, 100 Jahre später, bis zum Ende gespielt. Als ständige Erinnerung hinterlassen die Musiker noch eine besondere Note. Eine Boje, die das Lied unter Wasser abspielt, ein Tribut für die verstorbene Titanic-Band.